Und ja, können wir bei denen gleich Wolle kaufen? Nein, wir brauchen Schafe. Ja. So, rein da. Wie ihr wünscht. Unser Dieb wurde entdeckt. Auf dem Weg. So, rein mit dir ins Lagerhaus. Euer Dieb hat mein Lagerhaus sabotiert. Fangt ihr etwa an, von mir zu lernen? Aber ihr schiebt das Unvermeidliche nur hinaus. Der Sieg wird trotzdem mein sein. So, wo sind jetzt die... Unser Dieb hat eine Wagenladung Rohstoffe aus ihrem Lagerhaus entwendet. Wo sind jetzt die doofen Wölfe? Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ah. Es gibt kein Zurück! So, bauen wir das Lagerhaus aus. Jetzt kriegen wir auch langsam genug Holz. Wundervoll. Unsere Schafe sind wieder sicher. Wir können euch nun Wolle verkaufen, falls ihr welche benötigt. Verstanden. Also Schafe haben wir. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Der da produziert jetzt erstmal nicht. Also er produziert, aber er gibt nichts raus. Bauen wir mal eine Straße nach hinten, dass wir hier nämlich unsere Reinigungsmittel. Produktion mal hochziehen können. So, und auch die Kirche bauen wir aus und geben dann eine Messe. Auf euren Befehl. Ja, Schäfchen, kommt bitte. Sofort. Also ja, wie gesagt, wir haben noch 9 Minuten Zeit. Da kommen die Schafe. Jedenfalls ein Teil von ihnen. Ein Schäfchen hängt mal wieder hier fest. Ja. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Aber die restlichen 9 kommen schon mal. Zum Glück ist gerade Winter, da wird schneller produziert. Wobei, der Winter ist ja gleich wieder rum. Oh, aber die Weiden sind ja schon gefüllt. Gut. Stimmt eigentlich, die Weiden sind gefüllt, also ist das gerade egal. Wir kriegen 2 Holz, die wir von Crimson geklaut haben. Und das Lustige ist, unser Dieb sitzt... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf der Kutsche. Das ist so ein nettes Detail, finde ich. Ei! So, unser letztes Schäfchen müsste sich jetzt endlich mal in Bewegung gesetzt haben und richtig laufen. Ja, danke schön.
Also gut ist es, wenn der März vorbei ist. Dann dürften die Schafe ziemlich schnell wieder an Wolle kommen. So. Die Gebäude sind jetzt auch alle ausgebaut. Hier ist alles ausgebaut und gut. Dem fehlt es jetzt an Getreide, aber das sollte der Getreidebauer dann im nächsten Monat endlich wieder wettmachen. Habe ich die schon eigentlich auf 9 Jahr? Habe ich. Und ja, ich habe vielleicht meine Holzfäller ein bisschen unpraktisch platziert. So, jetzt sollten die Schäfer an die Arbeit gehen. Sollten ja allgemein recht schnell die neuen zusammengekriegt haben. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Fünf Minuten haben wir noch. Das reicht eigentlich völlig aus. Vor allem die nötige Wolle müsste bereits vorhanden sein. Sie müssen nur geschoren werden. Ja, direkt Wolle kaufen wäre schöner gewesen, aber können wir leider nicht. Und selbst wenn wir das eine Minute vorher wegschicken, reicht die Zeit völlig aus. Und ja, solche getimten Missionen finde ich immer ein bisschen doof. Muss ich zugeben. Und so eine haben wir noch eine schwierigere nachher vor uns. So, die Wolle ist da. Dann geht mal schön schaffen. Der erste geht los. Ja, schön, wenn die anderen beiden es auch tun würden. Ja, tun sie auch. Gut. Oh, ach ja, Jetzt können wir uns auf Bogenschützen. Die sind nämlich auch wichtig. Ei. Drei sind fertig, fünf fehlen noch. Also ja, wenn sie drei pro Minute herstellen, dann reicht das vollkommen.
Und ja, ich brauche eine zweite Gerberei. Dringendst. Okay, 4 sind fertig. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Das wäre auch unschön. Achso, du findest keine Bäume mehr. Also ja, reißen wir dich mal ein. Bauen hier oben einen hin. Das könnte schon mal helfen, ein bisschen. Okay, eine Wollkleidung brauchen wir noch. Wir haben noch jede Menge Zeit. Ja, Nahrung. Das ist auch noch so eine Sache. Warum eigentlich der Metzger? Weg mit dem Metzger. Also ja, erstmal das hier einreißen. Und nach hier drüben verlegen. Und dann hier noch einen Bäcker errichten. Und wir können ein Karren wurde ausgesandt. Die Wollkleidung verschicken. Hätte uns ein bisschen beeilen sollen vielleicht, aber solange wir über einer Minute sind, ist alles gut. Ich muss ja auch ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, was die vierte Aufgabe ist. Ah, eine Lieferung ist unterwegs. Denkt daran, dass dies meine Karren sind. Es steht euch nicht zu, sie zu stehlen. Mal sehen, welcher Karren zuerst hier ankommt. Crimson Sabbat, ich gewähre euch Unterstützung bei eurer Mission. Ich erwarte nichts anderes als einen glorreichen Sieg. Ja, leider wird ihr Karren erst losgeschickt, wenn die Zeit um ist. Schon unterwegs. Und ja, ich will euch eine Kleinigkeit zeigen noch, bevor Crimson Sabbat sich den Fischsektor dann einheimst. Außer, dass ich dringend Holz bräuchte. Meine Kleidungslieferung ist unterwegs. Mal sehen, wer schneller ist. Ja, die Einnahme dieses Sektors kostet 1000 Gold. Auf euren Befehl. Und wir brauchen für die nächste Mission den Fischsektor. Und Holz natürlich. Hi. So, wir machen genug Kleidung. Es fehlt nur noch genug Nahrung. Dazu müssten wir die Bäckerei noch mal upgraden. Dazu bräuchten wir dann Holz.
gut gemacht. Ihr seid der Mensch, der auch an andere denkt. Das werde ich bei meiner Entscheidung berücksichtigen. Eure dritte Aufgabe lautet, bringt mir rohen Fisch. Es gibt hier nur ein Territorium mit Fischgründen. Daher ist der Frieden der großen Mutter beendet. Kämpft um das Territorium. Mhm. Nur ein Territorium auf dieser elenden Insel, in dem es Fisch gibt? Dann muss dieses Territorium mir gehören. Ja. Unser Plan ist es. Wir müssen das Territorium jetzt einnehmen, bevor es Crimson Sabbat tut.